Bestes Finanzprodukt für Trader. Willkommen zurück zur Grundausbildung. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute reden wir mal über die verschiedenen Finanzprodukte. Es gibt einen Dschungel an verschiedenen Finanzprodukten. Doch welches ist für das Trading am besten geeignet? Genau diese Frage wollen wir in diesem Video beantworten. Bleib also dran. Die Suche nach dem besten Finanzprodukt für einen Trader wollen wir möglichst einfach gestalten. Daher gehen wir nach einem klassischen Ausschlussverfahren vor. Die Ausschlusskriterien. Wir wollen ausschließlich Finanzprodukte handeln, die an der echten Börse gehandelt werden. Also der Handel wird durch staatliche Aufsichtsbehörden kontrolliert, weswegen ein fairer und transparenter Handel stattfindet. Es gibt die Börse, also einen Handelsplatz, wo private und auch natürlich institutionelle Händler ihre Order platzieren und abwickeln. An den Börsen besteht reales Angebot und Nachfrage. Wir sprechen hier von einem fairen Handel. Dann gibt es aber noch den Interbankenhandel, also den außerbörslichen Handel. Hier ist es schwer bis unmöglich zu sagen, ob die Kursstellung denn auch fair verläuft. Hier müssen wir auf eine faire Kursstellung der Bank bzw. des Brokers vertrauen. Auch sind die Kosten meistens undurchsichtig und auch schwer kalkulierbar. Ja, Börse oder Interbankenhandel bzw. simulierten Handel. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und kontrollieren können wir den simulierten bzw. den Interbankenhandel leider nicht. Oft besteht auch ein Interessenskonflikt und der Handel kann auch leicht manipuliert werden. Also entweder durch spontane Spread-Ausweitung, künstliche Slippages, Requotes oder einfach durch nachteilige Kursstellung. Wir als professionelle Trader müssen zu jeder Zeit wissen, wie hoch unsere Kosten und Risiken sind. Die Gebühren bei außerbörslich gehandelten Produkten sind oft sehr intransparent und schwanken stark. Ja, die korrekte Kursstellung ist nicht garantiert. Das ist ja keine Grundlage für professionelles Trading. Wenn ein Interessenskonflikt besteht oder auch nur vermutet wird, fallen diese Finanzprodukte für uns weg. Darunter fallen CFDs, Forex, also Devisenhandel, Zertifikate, Knockout-Optionsscheine und natürlich auch binäre Optionen und alle weiteren Produkte, die einfach nicht börsengehandelt werden. Überdurchschnittliche Rendite auch mit kleinen bis mittelgroßen Konten. Nun haben wir die Liste der Möglichkeiten schon stark ausgedünnt. Wir wollen als Trader von steigenden, aber auch natürlich von fallenden Kursen profitieren und dadurch eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Das ermöglicht uns schon mit kleinen bis mittelgroßen Konten ein attraktives Nebeneinkommen zu erzeugen. Da folgende Finanzprodukte diese Kriterien nur bedingt erfüllen, fallen sie für uns ebenfalls weg. Dazu zählen Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen. Die Performance mit diesen Produkten ist im Durchschnitt deutlich unter unseren Erwartungen im Vergleich zu Ranchmärkten wie Rohstofffutures, welche sich erfahrungsgemäß hin und her bewegen und wir dabei von steigenden als natürlich auch von fallenden Kursen profitieren, ist es mit Aktien-ETFs ja eben etwas schwieriger umzusetzen, da sie die meiste Zeit auch steigen. Um ein solides Neben- oder Haupteinkommen zu generieren, wird außerdem ein großer Kapitalstock benötigt. Lediglich für eine Beimischung wären diese Produkte interessant. Hoher Profit durch margenbasierten Handel. Mit börsengehandelten Hebelprodukten, welche lediglich eine Margenhinterlegung fordern, also keine komplette Summe wie beim Aktienhandel, können wir deutlich höhere Gewinne erzielen. Auch wenn die Auswahl der übrigen Finanzprodukte nun wirklich dünn wird, können wir unser Ausschlussverfahren weiter anwenden. Beste Renditeaussicht bei einfacher Anwendung. Wenn wir uns jetzt mal die Option anschauen, dann müssen wir sagen, dass dieses Finanzinstrument kompliziert in der Anwendung, aber auch in der Umsetzung ist. Der Wert einer Option wird durch viele verschiedene Kennzahlen gebildet. Man muss die Kennzahlen und deren Einfluss auf die Kursbildung ganz genau verstehen. Der Handel mit Optionen bietet gute Chancen, jedoch ist die Theorie kompliziert und die Renditeerwartung ja geringer als bei Futures. Und das ist für uns und viele weitere erfolgreiche aktive Trader das beste Finanzprodukt, nämlich die Futures. Sie bieten unter Berücksichtigung aller Faktoren der verschiedenen Derivate die besten Möglichkeiten. Futures werden an den echten Börsen gehandelt. Der Handel ist staatlich kontrolliert, die Kosten sind transparent und die Kursstellung ist fair. Die Handhabung ist deutlich einfacher als mit Optionen. Sie sind margenbasiert handelbar, es genügt also einen Teilbetrag zu hinterlegen, weswegen kein großer Kapitalstock ja notwendig ist wie bei Aktien, um sich ein solides Einkommen aufzubauen. Beispielsweise beträgt die Margenauslastung bei unserer Handelsstrategie nur 30%. Das überschüssige Kapital kann auch parallel in Aktien oder ETFs investiert werden. Somit kannst du die Aktienperformance einfach zusätzlich mitnehmen. Es gibt inzwischen auch immer mehr Mini-Futures, mit welchem du schon mit kleinen Konten auch unter 10.000 Euro starten kannst. Wir können von fallenden, aber auch von steigenden Kursen profitieren, insbesondere in den Rohstoffmärkten. Überdurchschnittliche Rendite. Wir konnten mit dem Future-Handel in den letzten 7 Jahren durchschnittlich 77% Rendite pro Jahr erwirtschaften. In beiden Wettbewerben haben wir eine Rendite von weit über 100% erwirtschaftet. Fazit: Wir als Trader wollen sowohl von steigenden, aber natürlich auch von fallenden Kursen profitieren, um eine überdurchschnittliche Performance zu erreichen. Gleichzeitig wollen wir unser Risiko stets kontrollieren und einen transparenten und fairen Handel haben.
Futures erfüllen all diese Kriterien und eignen sich am besten fürs Trading. Betrachtet man die Finanzprodukte der erfolgreichsten Trader der Welt, dann fällt auf, dass diese meistens mit Futures traden. Warum sollen wir uns mit etwas weniger Guten abfinden, wenn Futures-Handel nachweislich am besten funktioniert? Nun hoffe ich, dass auch du den Wald vor lauter Bäumen erkennst. Da dieses Video Teil der Grundausbildung ist, wollen wir es möglichst simpel halten. Wer allerdings eine ausführliche Pro- und Kontraliste haben möchte, ja, für den haben wir ein Bonusvideo gemacht. Dieses Video bekommen alle Mitglieder unserer kostenlosen Grundausbildung. Wenn du noch nicht Mitglied bist, ja, dann trag dich doch einfach direkt ein und erhalte auch du das Bonusvideo. Den Link findest du natürlich unten in der Beschreibung. Ja, jetzt würde ich sagen, viel Freude und Erfolg und bis zum nächsten Mal.